Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wir stehen jetzt hier kurz vor dem Hauptquartier der Bürgerwehr, wo wir eigentlich ja bereits von Primas Simo erwartet werden, denn der wünscht ja nach wie vor, dass wir an dieser Offensive teilhaben. Fahren wir doch einfach erstmal hier mit dem Lift nach oben, so schön Stück für Stück. Und sind dadurch erstmal wenigstens die ganzen Zufallskämpfe erstmal losgeworden. Ist doch auch schon mal eine gute Sache, also ich bin jedenfalls sehr begeistert. Ja, wir haben dabei sogar noch ein paar ziemlich interessante Gespräche aufgeschnappt, unter anderem auch zwischen Luso und Gatta, die sich ja darum gezankt haben, ob jetzt Gatta nun bei der Front mitkämpfen soll oder nicht. Aber naja, Befehl ist nun mal Befehl, er soll auf das Hauptquartier aufpassen. Und was ist hier los? Die spielen jetzt mal mit den ganzen Kanonen hier rum, also machen erstmal hier alles klar. Naja. Curses. Ow. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Bisade. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Ja, whatever. Du kannst erzählen, was du willst. Es geht doch eigentlich nur um deinen Bruder. Okay. Ich kann das nur so ein bisschen grob übersetzen. Also ich glaube, er hat gesagt, ich werde Sinn eigenhändig den Gar ausmachen oder so. Oder? Nee, den Gnadenstoß versetzen. Das war's. Naja, so ein paar Wörter kann ich ja jetzt schon hier so einigermaßen entziffern, jetzt wo ich ja schon so viele Lexika gesammelt habe. Was mit dir? Beim Probeschießen ist die Kanone verrutscht. Ich habe wohl zu viel Schießpulver genommen. Schießpulver? Wieso Schießpulver? Ich hatte eigentlich ja erwartet, ihr würdet hier mit so richtig fetten Laserkanonen ankommen oder so. Naja, egal. Wenn Zinn aus dem Meer auftaucht, werden wir ihn mit dem Kanonenfeuer festnageln. In dem Moment, in dem Zinn stehen bleibt, pusten wir ihn mit den Albed-Machina weg. Ja, whatever, das bin ich ja mal gespannt, wie du das machen willst. Ja, mit dem hier habe ich hier schon gequatscht, das war ja so ein Albed. So, ja, Menü, ich habe ja schon bereits das Sphärobrett hier mal kurz ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe jetzt sogar Auren jetzt endlich auf seinen richtigen Pfad hier gebracht, nachdem ich ja beim letzten Mal versehentlich ein Stückchen weiter in die falsche Richtung gegangen bin. Naja, kann ja mal passieren, also, das macht ja nichts. Ich bin hier vielleicht nur so ein bisschen verzögert jetzt an ihm hier vorangekommen, aber das kriegen wir noch auf die Reihe. Das wird ja nicht so schlimm. Ja, hier Waka war ich auch schon wieder weiter. Und Lulu habe ich jetzt endlich den vierten Radzauber beigebracht, den Eisradzauber. Den hat sie jetzt endlich auch erlernt. So muss ich jetzt mal gucken, wo es jetzt von hier aus weitergeht. Also das hier ist der Weißmagierpfad, wo sie Shell und Protest lernen kann. Und hier geht es dann nochmal weiter. Gravitas und Level 2 Sphärostopp. Was wichtig ist, ich will ja unbedingt das hier beibringen, weil das wird mich auch... Das wird mir ja auch für spätere Kämpfe sehr, sehr gut nützlich sein. So, Yuna. Ja, viel weiter ist bei ihr eigentlich nichts passiert. Ja, und Kimari. Ja, habe ich eigentlich auch noch weiter nichts gemacht. Gut, gehen wir mal weiter zurück. Da will ich mich jetzt erstmal nicht lange mit aufhalten. Wir wollen jetzt zum Hauptquartier hin. Das ja hier vorne irgendwo ist. Ja, da sind auch schon ganz schön viele Leute unterwegs. Won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign, and it might mean defying Yevon, but the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever, and that's just what we want too, isn't it?
isn't it? All right. But I still think Mackinac are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Primas Keenock also? Ja, über den kann ich ja so einiges erzählen. Also, der Typ ist ja eigentlich ja sozusagen der Leiter der Bürgerwehr, wenn man das mal so sagen darf. Also, er, naja, hat praktisch die Verantwortung dafür, während, ja, in seiner Amtszeit praktisch. Und, was ist hier? Dieser Händler dort, er setzt absichtlich die Preise so hoch. Schließlich sind weit und breit keine anderen Händler. Tja, ist nicht unser Problem. Bis zu mir in Offensive bleibt nur noch wenig Zeit. Das Schicksal Spiras liegt in den Händen der Bürgerwehr. Erfüllt die Pflichten eines Soldaten. Heute werden wir Sin besiegen. Jawohl! Die wievielte Ansprache war das? Die fünfte? Nein, sechste? Unser Kommandant ist so aufgeregt, dass er immer wieder dieselbe Ansprache wiederholt. Naja, könnt ihr es ihm verübeln? Immerhin, das ist hier eine ganz große Sache. Ihr wollt Sin platt machen. Sowas hat nicht jeder so einfach mal so vor. Ich überprüfe gerade die Waffen auf ihre einwandfreie Funktion. Ja, schön für dich. Sieht doch einwandfrei aus. Was macht die hier? Drückt ihr Kindern ein Schwert in die Hand? Also echt. Was ist? Mit solchen schwachen Hieben kommst du gegen die Monster nicht an. Du willst doch deine Schwester rächen. Ich will Sin besiegen. Ich werde ihn niemals vergeben. Ich werde ihn besiegen. Ja. Denk einfach, ich wäre ein Monster. Los, greif mich an. Stirb, verdammtes Monster! Ja. Lustig. Einfach nur geil. So, was bist du hier für einer? Irgendwelche Fragen? Über die Kanonen, über die Chocobo-Ritter, über die Offensive? Nicht wirklich. Ich glaube, ich weiß über alles Bescheid. So, und da ist er ja wieder, unser Freund der Waka. Was machst du hier? Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Ups, sorry, I forgot. Ja, ich weiß. Uns wolltest du ja einen Sonderpreis machen, hast du gesagt. Und, oh, nicht schlecht. Er hat hier Rächer. Den Hardrocker. Mit Steinschlag-Ability. Die ist eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Eine Sturmklinge mit Erstschlagfähigkeit. Die ist auch nicht übel. Aber sauteuer. Ich meine, 18.150. Alter, ich dachte, du wolltest mir einen Sonderpreis machen. Das ist ja reiner Wucher. Ich meine, na gut. Okay, Vulkanring. Aber muss ich echt schon zugeben, gar nicht mal so schlechte Ware, die er hier im Angebot hat. Fällt mir eigentlich ein, habe ich hier irgendetwas, was ich noch so verkaufen kann? Ja, hier zweimal Datenbälle, die können weg. Die Feuerbombe. Blitzbombe brauche ich auch nicht. Den Turnierball. Keizziff und Blind kann endlich weg. Variomog, Beschwörermog, Blindwappen. Brauche ich auch nicht. So, es reicht. So, hier nochmal ein bisschen sortieren. Okay, das reicht. Oder warte mal, hast du auch hier noch Items, irgendwas Interessantes? Ja, eigentlich auch noch die ganzen Standardmist hier. Wohl könnte ich eigentlich mal so machen. So, alles mal hier so aufkaufen, bis ich 10 Stück davon habe. Zumindest Goldnaden bräuchte ich ja jetzt, weil demnächst ja Stein... Effektgegner kommen. So, das hier speichern. Mache ich später vielleicht. The operation will begin shortly. Please check all your equipment. You all right? Of course not. I came here to fight Sin. But they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Ja, whatever, so. Just doing what they say, it just won't be enough. Ja, so sieht es erstmal aus. Wir, ja, können zweimal Gatta hier noch ansprechen und je nachdem, welche Antworten wir ihm dabei geben, wird sich seine gesamte Zukunft praktisch ändern. Ja, was genau das ist, das will ich jetzt nicht unbedingt verraten. Also für die, die das Spiel kennen, werden es ja wahrscheinlich sogar wissen, was es damit auf sich hat. Also es ist bestimmt nicht nur seine Zukunft, sondern auch die von Luso. Und zwar, naja gut, ich kann das jetzt nicht so genau erklären, ohne dass ich das jetzt hier spoilern werde.
Und zwar geht es ja nämlich darum, wer am Ende von den beiden diese Schlacht hier überleben wird. Würde ich jetzt also praktisch ja allem hier zustimmen, was Gatta sagt, also würde ich jetzt sagen, dass er niemals akzeptiert wird, wenn er nur Befehlen gehorcht. Also würde ich jetzt genau sagen, stimmt er mir jetzt zu? Und wenn ich jetzt auch noch die andere Frage ebenfalls zustimme, würde Gatta sterben? Sollte ich ihm allerdings jetzt hier einreden, dass es doch so richtig ist, dass es jetzt, dass er lieber ja tun sollte, was man ihm sagt, dass er sich lieber jetzt hier nicht so unbedingt aufführen sollte? Ja, dann wird stattdessen Luso sterben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wen will ich überleben lassen? Das ist echt so ein verdammter Moralkonflikt. Also ich meine, hätte ich jetzt Gatta hier nicht angesprochen, hätte er wahrscheinlich so oder so überlebt und Luso wäre eben halt dann bei der Offensive hier umgekommen. Jetzt muss man echt sagen, also ich kann eigentlich beide ziemlich gut leiden und ich weiß ja nicht. Einerseits, ich will Gatta nicht unbedingt sterben lassen, aber andererseits will ich Wacker jetzt nicht unbedingt jetzt verwehren, dass der Luso ja später eine reinhauen kann. Das hatte er nämlich ja vorgehabt nach der Offensive. Tja, wie mache ich das am besten? Ach, naja. Ich mach's einfach mal so. Sorry, Junge. Gell, glaubst du doch auch. Ja, so sieht's aus. Ja, glaubst du doch auch. So sieht's aus. Ja, sorry, Gatta, aber das Einzige, was an dir auffallen wird, wird deine, naja, kalte Leiche sein. Sorry, sorry, sorry. Hoffentlich vergisst man dich wenigstens nicht. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Auron. 10 years, is it? That's when Kinnock, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kinnock? Oh yes, proceed. That Kinnock a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Xanarkand? I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Elbed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Ja, alles klar. Ja, wir können ja hier noch so ein paar kleine Sachen erledigen. Und zwar will ich mich ja erstmal hier nochmal ein bisschen genauer umschauen. Ob ich hier nichts übersehe. So, erstmal das hier. Tobsuchtsband. Oh. Das kann ich ja gleich auch umgeben. Ist der hier? Ah, hier vorne. Tobsuchtsband, HP plus 5% und einen Tobsuchtsschutz. Verringern sich die MP trotzdem fortfahren? Ja, bitte. Ja, MP plus 5%. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. So, muss ich eigentlich hier noch eine ganze Menge am Sphärobrett machen. Gut, dass ich jetzt eigentlich gleich für den nächsten Bosskampf jetzt hier ordentlich Erfahrungspunkte kassieren darf. So, erstmal hier noch die Kiste mitnehmen. So, Mega Potion. Was ist mit dir, Auron? Go to Yuna. Okay, ich bleib bei Yuna. Hallo, Yuna. I'm a little nervous. Ach, brauchst du nicht. Das geht doch alles glatt hier. Anything could happen. Make sure you're ready for co- Ja, ist klar. Ich bin immer bereit. So bereit, wie es nur gehen kann. So, was ist mit dem hier? Ja, den muss ich ansprechen, damit es losgeht. So, hier vorne ist ein Albert. Ja, gut. Das kann ich jetzt leider nicht so genau übersetzen. Da fehlen mir wohl doch noch ein bisschen mehr Kenntnisse.
With them here, it's like Yevon authorizes this whole operation. Ja, das Ganze ist tatsächlich so. So, Kimari, der hat mal wieder nichts zu sagen. So, okay, und hier vorne. Ah, hier vorne, da stehen die beiden, ja? Being a Maester has its privileges. I can just sit here and watch. Ja, wie du meinst. Ich guck auch mal hier kurz. Ein schöner Strand ist das. So. Are you ready? Ja, wir sind bereit. Schade, das Timo kann ich leider nicht mehr ansprechen. Mr. Kinnock, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Ganz genau. Sin ist Jekt. Und da geht es auch schon mal richtig los hier. Ja, es wird zwar allerdings noch eine Weile dauern, bis Sin hier auftaucht. Als erstes dürfen wir uns mit dem Inhalt dieses Käfigs hier befassen. Der eben gerade ausgebrochen ist. Goddammit! Oh. Here it comes! Ist das ein fettes Vieh? Jawohl, da ist er also. Unsere neue Zinsschuppe, die auch gleich sogar den Erstschlag machen darf. Warum denn nur? Na egal. Ja. Schützt sich durch seine Arme. Lässt verhindern, indem der Kopf angegriffen wird. Ja, das mache ich am besten lieber mal zuerst den Kopf hier angreifen. So, und take this! So, und erstmal die Arme hier. Und zack! Oh, okay, das macht nicht viel. Yeah, das tut ganz schön weh. So, okay, Lulu, du darfst dich erstmal um das Köpfchen kümmern. Deine Zauber müssten ja erstmal enorm viel Schaden machen, dass sie ja durch einen vernichtenden Schlag gemacht werden. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung, das geht aber nicht. Ja, ja, immer du hier. Oder nein, ich lasse es mal jemand anderen machen. Und zwar mit Kimari und seiner Dragonik-Technik. Macht zwar nicht viel Damage, aber dadurch kann ich den Kopf wenigstens anhalten. So, okay. MP, HP, nicht sehr viel. Verdächtige Bewegung hat aufgehört. Ja, diese verdächtige Bewegung, die dürfen wir auf keinen Fall zulassen. So, Weißmagie, ich werde erstmal hier Lulu mal in Hast versetzen, damit sie hier schneller zaubern kann. So, Schwarzmagie, Blitzra. Und immer schön hier die Rübe zerpeften hier. Soweit es geht. So, Blitz. Okay, und ich sollte unbedingt mal hier Heilung mal ranholen. So, Weißmagie, Vita und... Jawohl, okay, Schwarzmagie und Feurer. Ja, zweimal muss ich leider noch drauf zaubern. So, Kopf macht wieder eine verdächtige Bewegung. Nein, tut er nicht. Aber Gravitas setzt er an. So, und wieder den Kopf. Lässt sich verhindern, aber das verhindern wir ja so schon. Der Kopf ist erstmal aus dem Weg geräumt. So, ich muss jetzt mal hier die Arme hier noch zerschlagen. So, vernichtender Schlag. Und der Arm ist weg. Tja. Der ist jetzt echt arm dran. So, okay, weiter geht's. So. Ja, ich denke mal auch, und versetze ich auch mal hier in Hast. Mit höherer Angriffskraft macht sich das ja wesentlich besser. Und hier mal Blitzre auf den linken Arm hier zaubern. Jawoll. Ich glaube, Kraftbrecher wirkt bei dem, glaube ich, gar nicht, oder? Muss ich erstmal versuchen. So, ausweichen. So. Probieren wir es doch mal aus. Kraftbrecher. Oh, wirkt doch. Sehr gut. Das ist ja perfekt. So, dann werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen unsere Power mal erhöhen.
Und ich sehe gerade auf die Uhr. Wird langsam ein bisschen knapp hier. Ja gut, ich werde hier eigentlich nochmal zweimal buffen, aber erstmal hier einen High Potion mal auf Kimari werfen. So. Okay, der ist erstmal wieder geheilt. Und er macht hier Gravitas. So ein Arsch, ey. So, Auron hat hier gar nicht und schießt anfeuern drauf. Macht aber nichts. So, Spezial anfeuern. Wie viel Mal habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal. So, drei. So, viermal. So, ich probiere es am besten nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kraftbrecher eben vorhin gezogen hat, weil manchmal wirkt der leider nicht so richtig. Und noch einmal anfeuern. So, okay, dann würde ich erstmal sagen, ich werde mal an dieser Stelle mal den Part beenden und den Kampf mal kurz unterbrechen. Also, viel werde ich ja sowieso offscreen nicht machen. Ehrlich gesagt sogar gar nichts. Ich mache nämlich genau an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn dieser Kampf gegen die Sinnschuppe Yi weitergeht. Also dann, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss!